Guten Morgen, Freunde. Zu Tag 96. Oh, habt ihr gerade den Sonnenaufgang gesehen? Wunderschön, ne? Das war so gegen kurz vor 5. Jetzt haben wir 5:30. Ist schon ein bisschen heller draußen. Ich werde jetzt gleich meine Sachen zusammenpacken und ja, dann geht's weiter. Und heute muss ich nur noch so ein kleines Bergchen hoch, runter und dann geht der Trail einigermaßen sachte. Mal gucken, wie viele Kilometer wir heute schaffen. Gestern Abend, boah, Leute, da hat es noch ordentlich gewittert hier und ich war hier im Zelt, ey. Ich habe nicht gefilmt, weil ich eigentlich alles ausgeschalten habe, alles Elektronische, weil ich auf so einem kleinen Sattel bin und gerade nicht so. Na gut, ich bin nicht der höchste Punkt hier, aber vielleicht der 20. höchste Punkt. Oh, Mensch. So, ich mache mir jetzt fertig. Oh, Freunde, gerade beim Anziehen. Ich denke mir so, was ist das so grell? Oh, wartet mal. Boah. Cool, oder? Richtig cool. So, gerade aus dem Zelt rausgehüpft. Hier habe ich geschlafen. Und wer ist natürlich schon wieder unterwegs? Diese scheiß Moskitos. Aber Leute, hier ist das mal fett. So cool. Das ist einfach der Wahnsinn. Deshalb richte ich immer gerne mein Zelt nach Osten aus. Kann ich zwar nicht den Sonnenuntergang sehen, aber dafür den Sonnenaufgang. Und das ist mir irgendwie noch ein bisschen mehr wert. So, da hinten steht das Zelt. Und ich gehe hier vorne hin, denn hier hängt mein Essen. Mache jetzt eben ab und dann bauen wir auch das Zelt ab. Okay, Sachen sind zusammengepackt. Mit diesem scheiß Moskitospray eingesprüht, alles ölig. Und jetzt geht's los. Meine allererste Aufgabe ist es, Wasser zu finden, denn ich habe kein Wasser mehr. Nächste Wasserquelle 6 Kilometer. Ich hoffe, ich finde vorher noch was. Ansonsten muss ich wieder mit zum Mund atmen. Naja, wir gehen jetzt auf den Berg hoch und dann folgen wir dem Bergrücken und dann gibt es hoffentlich irgendwann Wasser. Also, komm, wir gehen los.
Tja, ich habe immer noch kein Wasser gefunden. Ja, da ist ein riesengroßes Schneefeld. Da könnte man theoretisch runter. Und ganz unten am Ende gibt es bestimmt Wasser. Aber ich möchte jetzt nicht unnötig Höhenmeter latschen. Von daher, noch geht es. Machen wir das einfach so, ähnlich wie ein Auto, was unglaublich viel PS hat. Man weiß, man kann auf den Pinsel treten, aber man muss es nicht. Und solange halte ich das noch aus, solange ich das nicht muss, solange ich noch nicht komplett fertig bin, komplett dehydriert bin, mache ich das auch noch nicht. Ich glaube, ich habe es noch so 4 Kilometer bis zur nächsten Wasserstelle. Das hört sich jetzt erstmal wenig an, aber 4 Kilometer Berge ist und Trail ist was anderes als 4 Kilometer spazieren gehen. Trotzdem. Ja. Wir versuchen es einfach mal. Könnte auch so ein Satz von so einem Psychiater sein. Du spürst, wie du ruhiger wirst. Du spürst, wie alles sich entspannt. Du spürst, wie du schlapper wirst. Wie deine Zunge und dein Mund trocken werden. Und du weißt, du brauchst Wasser. Ich weiß, ich muss noch ein bisschen laufen, um Wasser zu bekommen. Oh, ist das ein scheiß Gefühl, wenn du Durst hast und du kannst nicht mal eben schnell hier was zu trinken aus dem Kühlschrank nehmen oder was. Ist das kacke. Aber 1,6 Kilometer noch, dann habe ich endlich Wasser. Ich höre schon Rauschen. Ich höre es schon Rauschen. Ja, boah Leute, das ist so ein Segen, ne? Oh, Wasser. Das Wasser. Ja. Ich filter mir jetzt erstmal was und dann besüpple ich mich hier mit Wasser. Ich bin so froh, ey, wirklich. Oh, das könnt ihr kaum glauben. Das tat wirklich gut. Das könnt ihr euch wirklich nicht vorstellen. So, wo ich jetzt aufgetankt bin, da werde ich noch mal ein paar neue Grüße raushauen, weil ich gerade so im Saft bin. Und zwar ganz, ganz liebe Grüße gehen heute nach Bergkamen. Und zwar an die Bianca, an den Roland und den TJ. Und natürlich auch an das gesamte Team von euch. Und zwar an den Guido, an den Ralf, an den Ossi, an den Lukas, an den Jason. Und natürlich auch, nicht zu vergessen, an die Yvonne. Also, ganz, ganz liebe Grüße. Und ich habe gehört, Bianca, du bist so richtig gefesselt von meinen Videos. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass dir meine Videos gefallen. Oder beziehungsweise der ein oder andere von euch guckt sie vielleicht auch. Zum Beispiel der Lukas. Der Lukas, deine Abendlektüre.
Jedenfalls möchte ich mich auch noch mal ganz, ganz herzlich bei euch bedanken, dass ich meinen Jeep bei euch höher legen durfte und selber mitschrauben durfte. Das war wirklich eine Ehre für mich und es hat super viel Spaß gemacht. Und wenn ich wieder zu Hause bin, dann werde ich mir das auch mal einrichten, dass ich mal einen Samstag frei habe und dass ich mal zu eurem Schrauberfrühstück komme. Da habe ich richtig Bock drauf, wirklich. Also, für euch ganz, ganz liebe Grüße und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit dem aktuellen Video und natürlich mit den anderen Videos. So, wir sind von da vorne gekommen, beziehungsweise haben irgendwo hinter diesem Berg geschlafen. Und gestern haben wir ja diesen Berg erklommen, so, und sind dann quasi runter und bla, wisst ihr alles. So, das lassen wir jetzt hinter uns. Vor uns liegt jetzt diese Prärie. Hey, es geht jetzt eigentlich nur noch runter. Hauptsächlich und nur noch über solche Dirt Roads bis hin zum Highway nach Pagosa. Schaffen wir heute allerdings nicht. Ich glaube, das sind immer noch um die 50 Kilometer. Wir gehen quasi hierher und dann werden wir, glaube ich, so eine Schleife um diese Berge hier rumgehen. Glaube ich. Bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber wir gehen jetzt mal los. Ja, gibt interessantere Strecken als die hier. Das ist, glaube ich, quasi der Dirt Road. Ganz lange entlang. Ja. Ach ja. Einzig, was man hier gewinnt, ist ein bisschen mehr Kilometer. Aber mit den ganzen Steinen wieder auf dem Boden. Muss man wieder aufpassen, wo man hintritt und dass man nicht umknickt und bla und blub. Ja, ist nicht so interessant heute, zumindest der mittlere Part. Weil ich laufe die ganze Zeit eigentlich dieser Dirt Road nach. Schon jetzt ein, dreiviertel Stunde, glaube ich, oder anderthalb Stunden. Und meistens nicht nur Bäume rechts und links. Von daher will ich euch nicht zu kleistern hier mit dem Dirt Road Scheiß. Ja, hier auf jeden Fall auf dieser Straße habe ich genug Luft, um wieder ein paar Leute zu grüßen. Und heute möchte ich meinen ehemaligen Arbeitskollegen und unseren Außendienstler Jan grüßen. Jan, hör mal, ich grüße dich ganz herzlich und ich freue mich, dass dir meine Videos gefallen. Ich habe da gehört, dass da jemand diese Videos vor seinem Einschlafen schaut, um so ein bisschen zu entschleunigen. Und finde ich richtig cool. Jan, ganz, ganz liebe Grüße an dich und natürlich auch an Miri und natürlich auch an deine zwei Bengels. Hör mal, ist ja ganz klar. Ja, ich hoffe, es geht dir gut. Ich habe gehört, du bist gerade im Urlaub. Viel Spaß und genieß die Zeit. Und ja, wir sehen uns hoffentlich irgendwann bald wieder. Und dann quatschen wir ein bisschen länger. Okay, und Jan,
bestell mal einen Gruß einfach in deine Firma. Das sind so viele Leute, die kann ich gar nicht alle aufzählen. Ne? Ganz, ganz liebe Grüße von mir. Und ich wünsche euch noch einen ganz, ganz tollen Tag, Jan. Also mach's gut. Ciao. Ja, weiß ich. Und hier endet die Dirt Road nach ungefähr 10 Kilometern und 2 Stunden Fußweg zu einer weiteren Dirt Road. Und die müssen wir jetzt auch nochmal Ewigkeiten, glaube ich, weiterlatschen. Aber wisst ihr was? Ich glaube, ich mache hier mal eine Pause. Jetzt habe ich 20,3 Kilometer auf der Uhr. Ja, ich mache mal eine Pause, das ist gut. Schaut mal, was ich hier gefunden habe. Also nicht hier, sondern im Supermarkt. Oliven. Und weiß nicht, sind 10 Stücke oder so drin, keine Ahnung. Hier für mich auf den Trail ist es cool. Aber was für eine Plastikverschwendung, ne? Das ist super krass. Naja, ich gönne mir es mal. So, was machen die Amis, wenn sie Langeweile haben? Jo, die versuchen irgendwo drauf zu schießen. Oh, hier diese Kacke hier. Auch schon länger nicht mehr gesehen. Ja, von der anderen Seite natürlich auch. Jawollo. Genau. Beam. Ja, wenigstens ist diese Dirt Road nicht so mit diesen groben Stein übersät. Kommt mir so ein bisschen vor wie im nördlichen New Mexico gerade. Da bin ich auch viel über solche Straßen gelaufen. Da kannst du wenigstens ein bisschen Gas geben, ein bisschen Meilen machen. Aber ich habe mir schon wirklich überlegt, wenn jetzt jemand herfahren sollte, frage ich den einfach mal, ob er mich mitnimmt. Weil das eine Dirt Road, weiß nicht, das macht keinen Spaß. Das kostet nur Zeit. Zeit, die ich zum Beispiel am Ende brauche. Problem ist, wir haben es mitten in der Woche. Mir fährt einfach keiner her. Ja, gucken wir einfach mal. Ja, wir laufen weiter. Schaut euch mal diese fette Birke an. Das ist ja Wahnsinn. Guck mal, den Stammdurchmesser. Warte mal. Ich krieg den nie mehr rum. Geht nicht. Ich krieg den nicht rum. Ist das krass? So eine krasse Birke. Und hier sind ein paar davon, die so richtig dick sind. Puh, nie gesehen. Oh Leute, ich merke, dass diese Schuhe einfach nicht für Roadwalking ausgelegt sind. Da werden die Zehen relativ zusammengedrückt zu vorne, weil sie enger sind. Oh, ich freue mich so sehr, wenn ich in Encampment meine neuen Ultras entgegennehmen kann, die ich mir damals in Denver gekauft habe. Die habe ich nämlich dahin geschickt. Oh, das wird viel besser, glaube ich. Oh, Leute. Oh. Jetzt habe ich das Tal so gut wie hinter mir gelassen. Das ist schweineheiß. So eine richtige feuchtwarme, schwüle Luft, ey. Das kam mir gar nicht so vor. Aber wir sind ja jetzt wahrscheinlich auch auf 2,5, 2,6. Da fühlt sich das nochmal ein bisschen anders an wie auf
3, 5 oder 4. Oh Mann. Naja, ist das schon mal ein Vorgeschmack auf Wyoming? Erstmal dieses Roadwalking. Das habe ich drauf. 31,5 Kilometer. Und ich drehe jetzt mal die Kamera um. Ihr könnt euch mal die Weite angucken. Seht ihr das? Wie weitläufig das da hinten ist? Ach, guck mal hier, die ganzen Rinder. Cattle. Chaos. Gut. Ja, schon krass, ne? Boah. Aber noch sind wir nicht in Wyoming. Dauert noch so 5-6 Tage ungefähr. Und dann brauchen wir noch mal so, also sagen wir mal so 11 Tage. 11-12 Tage bis zum Basin. Das ist eine ätzende, sengende Hitze. So, da ist er, der Highway 14. Und da laufe ich jetzt hin. Und die CDT-Route geht über diesen Highway oder beziehungsweise auf diesen Highway weiter nach links sozusagen runter, und da muss ich elendig lang laufen. Das werde ich auf keinen Fall tun, weil das macht überhaupt gar keinen Spaß. Ich meine, das macht schon keinen Spaß hier auf dieser Dirt Road zu laufen, aber da hat man wenigstens eine minimale Dämpfung, aber da auf der Straße, da, ne, da könnte er mich an den Pranger hängen. Ne, mache ich nicht. Ich versuche von hier aus nach Steamboat zu hitchen. Ich probiere es einfach. Der ist ja ein bisschen belebter, der Highway. Ich versuche es einfach mal. Gucken, was passiert. Das sieht auch cool aus. Erinnert mich so ein bisschen, der Berg, an diesen ganz spitzen Berg, den ich vom Mount Taylor in New Mexico gesehen habe. Und ja, mal vom Größenverhältnis. Ich glaube, der Berg ist 2800 Meter hoch. Witz, ne? So tief war ich ewig nicht mehr. Oh. Ja, ich habe mich ja meistens so um 3500 bewegt und dann die hohen Berge oder der Grace Peak 435 oder Mount. Das kann man sich gar nicht vorstellen, ne? Wahnsinn. Ja, ich versuche jetzt erstmal zu hitchen gleich, bin ich angekommen. Das ist so krass. Diese verfickten Straßen, die sehen immer so vom Standpunkt aus, weiß ich nicht, ja, eben da hinten. Diese verfickten Straßen sind sowas von kackenlang. Das dauert so eine verfickte scheißfucking Ewigkeit, über so scheiß Kackstraßen zu laufen. Das haben wir jetzt schon auf der Uhr. Jetzt haben wir gleich 34 Kilometer. Das ist ein Witz. Mann, ey. Sorry, Leute. Müsste sowas mal sagen. So, 16 Uhr, etwas über 34 Kilometer und ich bin jetzt hier an dem Highway. Jetzt versuche ich zu hitchen. Okay, versuchen wir es mal. Das ist alles Kacke. Hält kein Schwein an. In einem Tag hier zu vergeuden, habe ich auch keinen Bock. Also laufe ich in die Richtung und halte dann einfach mal einen Daumen raus. Auf den nächsten 5 Miles gibt es das Spiel Xing. Ich weiß sogar kein Spiel, das ist eigentlich so eine Plattform. Komisch. So, das ist der Grizzly Creek. Was das wohl zu bedeuten hat hier? Er haltet ein bisschen meine Stimmung auf. Ja, Mann, ey. Ihr habt alle so viel Platz im Auto. Lauft ihr alle mal so weit? Und ich bin auch kein Penner. Mann! So scheiße ist das doch. Das mit dem Xing, das war jetzt ein Witz. Das bedeutet Crossing. Das ist immer Kacke hier, sowas. Sowas ist richtig scheiße. Ich habe auch keine Titten.
Weißt du, als Frau ist es bestimmt einfacher. Wir alle mal am Arsch lecken. Weißt du, gehst du durch die Stadt mit deinem Rucksack. Sind Sie ein Wanderer? Ja. Welchen Trail wandern Sie? Den CDT. Boah, ja, Wahnsinn. Das ist ja ganz klasse. Toll. Das finde ich so toll. Und hier interessiert sich kein Wichser für mich. Mann, das ist so deprimierend, ey. Wirklich. Ach, Mann. Sorry für die Aussprache. I'd like to one day be a triple crowner. We've done other long trails. Yeah, the 18. I'm not getting any younger. I did like 13 and 15. Oh, Leute, bin ich froh. Ich bin zwar noch nicht an meinem Ziel, aber Dan hat mich mitgenommen und mich am Highway 40 rausgelassen, weil das ist der andere Highway. Und von hier aus geht's erst nach Steamboat. Und ich werde jetzt schon mal probieren, ob ich von hier aus irgendwie nach Steamboat komme. Da wäre ich natürlich heidenfroh. Ich probiere es einfach mal. Oh. That was rough. What? I mean, it was like 12 mile days. Yeah. It's steep? Oh yeah. It's very, very steep. Richtig cool. These rocks all kind of reasonable. Oh, like, yeah. The problem is getting one reserved. They're like probably $30 a night or something. That's nothing. But you just gotta, you know, have the, I don't know, the gear to get to them. So they're super. So. Richtig cool, wir wurden jetzt mitgenommen mit einem Dodge Ram, bam, und der hat uns direkt auch Bier angeboten, ist das nicht geil? Haben wir extra ein Bier im Auto bekommen, super. Die Fahrt war gar nicht mal so kurz, wir sind glaube ich bestimmt über eine halbe Stunde hier hingefahren oder 40 Minuten und heute Nacht schlafe ich auf einem Campingplatz und zwar dem KOA Campingplatz. Und das kostet hier für eine Nacht $27. Ja, Hammer, ne? Nur für, dass ich mir ein Zelt hier aufstelle. Gut, ich habe hier auch eine Dusche. Und ja, ich wollte nämlich heute hier schlafen und wir dann für morgen ein Zimmer irgendwo in der Stadt nehmen. Und die Zimmer, die sind hier einfach so schweineteuer. Aber den Luxus möchte ich mir gönnen. Gucke ich später mal nach und ja, jetzt pitche ich erstmal mein Tent und dann nehme ich mir meine Dusche und vielleicht wasche ich nochmal meine Sachen. So, das Zelt haben wir aufgebaut, Sachen für die Wäsche haben wir auch, jetzt gehen wir mal zur Dusche und ich gucke mal, dass ich schon mal die Sachen waschen kann, dann brauche ich das morgen nicht machen. Und wisst ihr, wen ich gerade getroffen habe? Rattler! Aber Rattler, der ist jetzt schon ein bisschen länger wohl hier und der hat gerade den Free Bus genommen in die Stadt und der geht jetzt was essen. Ich werde heute mich aus meinem Buffet bedienen und werde mir das den Luxus für morgen auflassen. Ja, will keine Zeit verlieren. Jetzt gehen wir duschen. Das ist amerikanisches Camping. Mal so einen richtig fetten Bus. Richtig krass. Ja, hier könnt ihr mal wirklich sehen, wie die Amis campen. Manche haben sich so eine kleine Hütte genommen, aber da gibt es ja so viel, ne? Also, weil die alles, die brauchen ja auch nicht in Urlaub fahren, die haben ja alles hier. Ach, geil, ich finde Amerika so geil. So, jetzt aber erstmal den Weg zur Shower. So, wir sind jetzt hier im Laundry Room und wir haben jetzt gerade wieder unser Geld gewechselt und damit ihr mal versteht, wie das hier funktioniert mit der Seife, wie das hier funktioniert, die Quarters, die kommen hier alle einzeln so rein. Total blöd. Da in Grand Lake, da konnte man mit 1 Dollar Coins zahlen, das war viel besser. So, wir haben hier jetzt 5 Stück reingelegt, also 1,25 und jetzt drücken wir den rein. Und jetzt kommt da unten, seht ihr das? Da liegt da drin. Den muss ich jetzt immer rausholen mit der anderen Hand. Also okay. Leute, ich sitze hier im Schaukelstuhl, habe mich jetzt erstmal geduscht. Die Sachen sind gewaschen, die sind jetzt gerade im Trockner, der braucht noch ein bisschen was. Und ich trinke mir erstmal ein Root Beer, voll geil.
Und jetzt warte ich so lange, bis die Sachen trocken sind und dann mache ich mir im Zelt was zu essen. Cheers, Leute. Ich liebe Rootbeer, so geil. Oh. Leute, Mann, hier ist der Man. Hier ist der Rattler. Jawoll. Steamboat Springs. Yeah. Steamboat Springs. Richtig cool. Rattler ist so cool. Rattler, you're so cool, man. Fuck yeah. Yeah, baby.